Die Nachtgastro hat nun wieder voll und ganz öffnen dürfen. Wie erleichtert sind Sie hier? Absolut, natürlich. Es war für uns auch ein, wenn man so möchte, historisches Datum. Am 5. März 2020 wurden wir geschlossen und genau 2 Jahre später durften wir aufsperren. Wir waren die erste Branche, die geschlossen wurde und die erste oder die letzte, verzeihen Sie, die wieder geöffnet werden durfte. Also die Erleichterung war groß. Es sind natürlich noch viele, viele Dinge, aber dazu kommen wir noch, die noch im Raum stehen, wie es denn weitergehen mag. Aber der erste Eindruck und die ersten Abende waren natürlich fulminant. Die Leute haben richtig gelächzt, danach wieder ausgehen zu dürfen und das war schön. Es waren ganz, ganz tolle 2 Abende, ein tolles Wochenende für die Nachtgastronomie. Ist natürlich alles richtig fein, dass man halt jetzt wieder öffnen kann. Man hat doch das Gefühl, dass es die Österreicherinnen und Österreicher jetzt so richtig genießen, dass sie am Abend wieder weggehen können und das ohne Sperrstunde. Man will ja auch den Menschen nicht den Spaß verderben. Nach 2 Jahren Pandemie hat man sich das ja auch wirklich verdient, dass man wieder schön feiern darf. Aber heute wieder 50.000 Neuinfektionen fast in ganz Österreich. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Noch nie hat es im Laufe der Pandemie so viele Neuinfektionen gegeben. Und just an diesem Tag wird dann auch noch die Impfpflicht ruhend gestellt für 3 Monate. Sie sehen das ja auch etwas kritisch, oder? Absolut. Also ich muss sagen, der neue Gesundheitsminister Rauch hat es natürlich sehr schwer. Er übernimmt ein schweres Erbe. Wir haben mittlerweile den 3. Pandemieminister, wenn man so möchte, im Gesundheitsministerium sitzen. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dass wir endlich darüber nachdenken müssen. Und das hätten wir oder sollten wir nach 2 Jahren Pandemie gelernt haben. Wie geht es in den Herbst? Wir wissen, der Sommer ist meistens flach. Derzeit sprechen die Zahlen zwar dagegen, aber ich nehme an, dass sich das Ganze wieder einpendeln wird. Und ich glaube auch nicht, wenn ich das anmerken darf, dass die Nachtgastronomie Schuld trägt an diesem hohen Peak, den wir heute erleben, oder dem höchsten in den letzten 2 Jahren. Sondern ich glaube, es hat damit zu tun, dass es überhaupt diese Öffnung gegeben hat, generell. Ja. Wir werden uns noch auf höhere Zahlen einstellen können, davon gehe ich aus. Aber es wird irgendwann einmal abflachen Richtung Sommer. Und wie wir heute gehört haben, rechnet man damit, es kann weitere Mutationen geben. Es kann eine weitere Herausforderung, eine weitere Welle im Herbst geben. Und da warte ich mir von der Bundesregierung natürlich sehr wohl klare Ansagen, in welche Richtung wir dann gehen und wie es dann mit möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung aussieht. Ich möchte noch einmal den Gesundheitsminister zitieren. Er hat eben die Experten heute zitiert mit, sie warnen vor einer sehr wahrscheinlichen, möglicherweise großen Welle im Herbst, wie sie es gerade eben auch angedeutet haben. In Anbetracht dieser Aussagen und auch fehlender Konzepte für den Herbst, wie lange glauben Sie, hat die Nachtgastro überhaupt noch offen? Ich hoffe sehr lang. Ganz ehrlich, sehr lang, weil wir haben das auch immer der Bundesregierung gesagt, das Größte, das Teuerste am Wiederöffnen ist die Wiederöffnung selbst. Wenn das Ganze mal eingefahren ist und wenn man in diesem System der Wirtschaftshilfen drinnen ist, dann kann man zumindest überleben. Eine zu frühe Öffnung mit einer folglichen wieder einer Schließung kann dazu führen, dass viele, viele Lokale wirklich vor dem Ausstehen. Wir merken das jetzt, mit 31. März laufen die Wirtschaftshilfen aus. Es gab zwar Gespräche mit der Wirtschaftskammer und auch mit dem Finanzminister Brunner, bis da haben wir aber keine Rückmeldung erhalten und wir haben bereits das erste Drittel fast des März vorüber. Also wir brauchen schnell Antworten, wie es weitergeht. Wir brauchen die Hilfen. Man darf nicht sagen und sich von den guten und schönen Bildern blenden lassen, dass man sagt, man hat 2 Tage großes Feiern und kann damit 2 Jahre wettmachen. Das ist es bei Gott nicht. Also wir brauchen gerade für die Nachtgastronomie, die hier zum Beispiel die 5% Mehrwertsteuer Verbesserung, Vergütung, wenn man so möchte, nicht in Anspruch nehmen konnte, so wie der Rest der Gastronomie und der Tourismusbranche, brauchen wir kompensiert durch andere Hilfen bis in den Herbst hinein. Das ist ganz wichtig. Die Bundesregierung muss einen Plan aufstellen, wie es denn bei einer möglichen weiteren Welle aussieht. Und für mich das Frappierendste ist, neben dem, dass man sagt, man schafft die Impfpflicht ab, ist natürlich auch der Umstand, wie geht es mit dem kostenlosen Testen weiter. Das größte Sicherheitstool, das wir haben, wir wissen, die Impfung schützt das Individuum vor dem schweren Verlauf, aber der Test gibt mir und meinem Umfeld Sicherheit. Ich bin nicht für ein 2G+ in der Gastronomie oder in der Tourismusbranche. Das lässt sich auch sehr schwer nur umsetzen, gerade im ländlichen Raum, weil bis dahin haben wir es noch immer nicht geschafft, den PCR-Test erfolgreich auszurollen. Aber für mich als Individuum ist es wichtig zu wissen, ich treffe heute Abend jemanden, ich mache einen Test, alles ist gut. Ja. Ich mache den Test danach, ich kann es ein bisschen clustern und sagen, wann könnte ich mich unter Umständen angesteckt haben. Das ist ein unglaubliches Sicherheitsgefühl und ich glaube, es wäre ein wahnsinniger Fehler, diesen kostenlosen PCR-Test abzuschaffen. Warum? Weil wir den Leuten dann auch aus dem Kopf nehmen, dass wir immer noch eine Pandemie haben. Sie ist nicht vorbei. Wir haben nur aufgrund des Moments geöffnet, auch wenn der Moment mit 50.000 Neuinfektionen ein Wahnsinn ist. Ja, Sie sagen, es ist der absolute Höhepunkt derzeit in der Pandemie mit fast 50.000 Neuinfektionen. Gratistests könnten dann mit Ende des Monats eben auch abgeschafft werden. Sind das aus Ihrer Sicht
falsche Signale, die da gesetzt werden? Absolut falsche Signale. Also wie ich gerade gesagt habe, den Gratistest der Bevölkerung zu nehmen, ist, glaube ich, der größte Fehler, den die Bundesregierung derzeit begehen kann. Und ich glaube, Gecko ist gut beraten, wenn Sie wiederum die Bundesregierung gut dahingehend beraten, zu sagen, an diesem Testregime sollte man festhalten. Zumindest in den Herbst hinein, wenn nicht bis Jahresende. Warum? Wir nehmen den Leuten ein Sicherheitstool. Das ist einfach etwas, egal, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, es gibt niemanden, der nicht sagt, bevor er wohin geht oder nachdem er wo war, der sie nicht testet. Ist es auch im beruflichen, im privaten Umfeld. Das ist einfach ein wichtiges Tool. Und wir brauchen auch diesen Test, sollte es zu Mutationen kommen. Wir haben selbst heute gehört in den Nachrichten und auch auf Ihrem Sender, man rechnet damit, dass es zu neuen Varianten des Virus im Herbst kommt. Wie sollen wir den sequenzieren ohne der Test? Also das sind alles Dinge, wo die Bundesregierung heute ein toll eingeführtes System abschaffen würde. Das sind alles private Unternehmen, die das betreiben. Keiner übernimmt das unternehmerische Risiko, so viele Arbeitsplätze zu erhalten, um dann im Sommer vielleicht überhaupt keine Testerfahrung zu haben und dann im Herbst wieder dringend benötigt wird. Also bitte durchlaufen lassen, weiterfahren. Und ich denke, dass ein Gratistest in keinem Vergleich mit den Kosten steht zu einem erneuten Lockdown, der Milliarden kostet. Sie gehören definitiv zu den vorsichtigeren Bürgern, auch gut so aus der virologischen und medizinischen Sicht. Aber wie stufen Sie generell aktuell die Stimmung in Österreich ein und auch bezüglich der Nachtgastronomie? Ist es da jetzt so, dass sich jetzt denkt, gut, jetzt ist die Pandemie vorbei oder komme, was wolle, es bleibt eh alles offen? Also ich denke, wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Wir haben die letzten zwei Jahre mit allen Höhen und Tiefen durchlebt. Wir haben Dinge erlebt, von denen wir uns beide wahrscheinlich nicht mehr gedacht haben, dass sie eintreten werden. Also hätten wir vergangenen Sommer geplaudert, hätten wir nicht angenommen, dass wir im Dezember noch einen generellen Lockdown haben werden. Ich glaube, man muss weiterhin vorsichtig und mit Respekt damit umgehen und dem Ganzen gegenüberstehen. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist gerade in der jungen Bevölkerung, wir müssen eine bessere Aufklärung haben. Mückstein hat in 10 Monaten als Gesundheitsminister hinsichtlich der Impfung nichts weitergebracht. Es gab keine Kampagnen, es gab gar nichts, es gab ein paar Pressekonferenzen, sonst großes Schweigen aus dem Gesundheitsministerium. Da vielleicht ein paar Vorschusslorbeeren an den neuen Gesundheitsminister Rauch, der schon lange im politischen Geschäft ist. Hoffentlich agiert er hier anders und geht definitiv auch auf die Zielgruppen ein. Unsere Ansage als Obmann des Verbandes der österreichischen Nachtgastronomen kann ich Ihnen nur sagen, unsere Türen stehen offen, so wie auch bei Mückstein und zuvor bei Anschober, da hat es übrigens funktioniert, dass wir auch jetzt mit Gesundheitsminister Rauch gemeinsam, genau gezielt mit einer geöffneten Nachtgastronomie auf die Jugendlichen zugehen und hier vielleicht das Impfverhalten ändern können. Ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert und wie gesagt, unsere Türen sind offen und wir unterstützen ihn dabei sehr, sehr gern bei jeder Kampagne.